Moin und herzlich willkommen hier zurück zu Occupy Mars. Jo, ich habe soweit alles vorbereitet. Materialien fürs HQ müssen wir uns unterwegs schreddern. Die kriege ich nicht zusammen. Aber wir haben ja drüben noch Gemüse am Start. Da würde ich mal gucken, das wird bestimmt fertig sein, dass wir uns jetzt hier vorbereiten für den ganzen Kram. Da würde ich jetzt... Achso, genau. Erstmal den Container fertig machen. Mach mal. Oh, uns fehlt auch ein bisschen Aluminium wieder. Also ich müsste jetzt wieder los Aluminium holen. Aber ich denke, das brauchen wir nicht. So, okay. Das habe ich gemacht. So, die Akkus. 4 Stück habe ich auch schon. Ah, seht ihr, ich wollte noch pennen gehen, bevor ich euch reinhole. Ja, dann pass auf, lass uns, gehen wir einmal schnell. Nee, wir gehen erstmal kurz rüber ins Gerätehaus, hätte ich was gesagt, hier in das Gewächshaus, so. Ja, ich würde tatsächlich sagen, ich würde hier irgendwo in der Mitte dann einen, vielleicht die Lobby an die Werkstatt anschließen oder so, oder hier dann das HQ setzen wollen und das dann miteinander verbinden. Das scheint ja doch auf der relativ auf der gleichen Achse zu liegen. Ja, hier ist ja schon alles fertig wieder. Würde ich Ihnen vorschlagen, wir machen hier Nahrung draus. Junge, geht das schnell. Ich habe jetzt noch gar nicht drauf geachtet, wie schnell das eigentlich geht. Genau, wir machen hier Nahrung draus. Ich will ja nicht wieder kurz vorm Verhungern stehen. Du musst dann einmal nochmal die Dings anmachen hier. Ja, das machen wir noch. Na, heute ist auf jeden Fall absolute Vorbereitungszeit. Wo sind wir? Da sind wir. So. Das heißt, ich würde jetzt tatsächlich erstmal nur die Kiste nehmen. Ich werde jetzt keine Setzlinge mehr setzen. Wenn die jetzt verrecken, ja, dann verrecken die. Sind die überhaupt schon so weit? Ja. Weil ich denke, eine Nacht, mal gucken, vielleicht reicht uns das ja auch tatsächlich. Ich sehe gerade, ich habe hier... Vor allem müssen wir gleich noch unsere ganzen Sachen reparieren. 5. Schnupp. Das finde ich auch schon mal sehr gut. Dass man das wirklich hier so mit einem Klick und dann ist alles gut. Dann mache ich das hier aber mal aus. Kann ja Wasser sparen. Ja, ich schätze, die werden uns schon verwelken. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber gucken wir mal, wie lange die jetzt brauchen. So, sind wir damit auch durch. Das packen wir einmal wieder zurück. Zack. Das dahin. Das dahin. Okay, dann machen wir das wieder aus. Strom sparen und dann gehen wir schlafen. Dann machen wir uns erstmal essen, dann gehen wir schlafen. Richten alles her. Wasser, Sauerstoff für uns und dann düsen wir los. Ich sehe nichts. Ich denke, ich werde auch die Batterie aus dem Pickup oben rausnehmen. Die nehme ich uns als Notfallersatzbatterie mit. Weil das Laden hier ja doch sehr lange dauert. Dann machen wir erstmal Essen. Moment haben wir ja noch. So. Das sind natürlich hier alles noch die schlechten Teile, ne? Ich hoffe ja, dass wir auch demnächst ein paar andere Sachen bekommen. Das wäre ja mal ganz super toll, ne? Karotten und so. Aber dafür muss man auf Tour gehen. Und diesmal bleiben wir auch draußen. Also das wird hier alles eingemottet und dann schauen wir mal.
sagte er jetzt. So, pennen. Wir gehen jetzt pennen. Und dafür kann ich jetzt ruhig auch alles ausmachen. Ne, den nicht. Das ist der... Warte mal, ja, das aus, aber... Den Schredderer, wir müssen uns noch ein paar Sachen nachher bauen. Ich hoffe, ich kann den bauen. Aber ich glaube, die verbrauchen ja nicht so viel Material. So, Wasser auffüllen. Jetzt haben wir wenigstens auch genug Platz. So, bis 7 Uhr sollte reichen. Ja, dann gleich alles rausräumen. Die Akkus hier schon mal zwischenlagern. Ja, doch, machen wir, machen wir. Ich schätze, wir werden, wenn wir unterwegs draußen sind, werden wir sowieso einmal ein Hauptquartier irgendwann aufbauen, weil wir dann höchstwahrscheinlich auch Forschungstische brauchen und all sowas. Aber ich würde das denn schon gerne, also nicht mehr die Rettungskapsel, sondern wirklich das Hauptlager. Weil jetzt haben wir ja unsere Rettungskapsel. Wobei das Ding ja mittlerweile auch kaputt gehen kann. Ne? Habe ich das so richtig in Erinnerung? So, wie sieht das hier aus mit dem Universal-Reparatur-Kit? Wenn ich da mal 7 Stück, okay. Kann ich dann noch... Ich weiß nicht warum, ich würde ja gerne mal... Aber kleines Rohr fehlt. So, warte. Wo ist denn hier kleines Rohr? Oh ja, wir hatten so viel Eisen. Okay, lasse ich das mal. Dann kein Feuerlöscher, aber wir hatten doch das kleine Reparaturset. Wo ist das denn? Ja. Kann ich davon noch was machen? 3 Stück. Alles, was geht. 2. So. Okay. Ja, weil wenn wir unterwegs sind... Apropos Reparatur. Das sollten wir natürlich dann auch noch fix machen, wenn es gleich losgeht. Reparieren. Der Rest sieht ja soweit noch gut aus. Das Stemmgerät werden wir, denke ich mal, nicht brauchen. Aber den Rest sieht eigentlich alles noch recht gut aus. Wichtig ist halt auch der Schleifer. So, gut. Batterien. Die nehmen wir mal alle mit. Du bist auch voll. Die hauen wir hier rein. Die können durchladen. Alles klar. Brauchte ich sonst hier drinnen noch irgendwas? Ja, du kannst hier denn jetzt mal alles ausmachen. Bis auf das Batterieladegerät. So, dann haben wir das. So, dann haben wir das. Da kommt jetzt noch die eine Batterie rein. Die habe ich doch rausgenommen, ne? Ja. Wir auf die 2 packen. So. Dann ist die voll. Dann gehen wir einmal kurz hoch, holen die... Batterie aus dem Rover. Da sind ja auch noch Sachen drin. Die brauchen wir auch noch. Die müssen auch noch mit. So. Die nehmen wir immer als Notnagelgedöns mit. Das ist mit am Start. Wasser natürlich. Noch eine Batterie. Den laden wir gleich noch auf. Das laden wir noch auf. Das ist unwichtig. So. Kannst denn hier in der Parkposition bleiben. So, dann gehe ich hier hinten. Müsste ich einmal in die Notfallkapsel. Wir haben hier tatsächlich noch... Warte mal, das stört mich ja immer, ne?
So. Dann. So, dann können wir uns jetzt auch mal ein bisschen nach Uran und so umschauen. Ah, was ist das? Hat er jetzt alle gefüllt eigentlich? Das ist Wasser, 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 Sauerstoff. Habe ich bloß eine Sauerstoffflasche, Leute? Habe ich nur so viel Wasser? Okay, dann könnte das aber problematisch werden. Ich hatte doch mehr Sauerstoffflaschen. Ah, warte mal. Ich steckte jetzt... Moment, mach mal auf, bitte. Die steckte doch nicht noch im Kästelchen drin, ne? Ne, die ist raus. Oh, dann hoffe ich ja, dass wir noch ein paar Sauerstoffflaschen finden. Dann muss ich sehen, ja gut, ich sag mal, hätten wir für den Notfall. Ne, du musst, glaube ich, unter Leben gucken. Kleines Rohalum. Ja, müssen wir uns alles organisieren. Nützt ja nichts. Wir müssen uns alles organisieren. Ich mache jetzt mal die Tasche mal ein bisschen leer hier. Also, den packe ich. Ne, den lässt du drin, aber die Schrauben. Die Schrauben gehen rein. Das kann erstmal bleiben. Der Handscanner geht. Das geht alles rein, rein, rein. Hier, so la, da, da. Das ist Nahrung. Also viel Materialien haben wir bis jetzt nicht. Die Materialien haben wir bis jetzt nicht. So, Strom ist aufgefüllt. Wasser geht rein. Nein, Wasser muss ich erst noch auffüllen. So, Sauerstoff auf jeden Fall. Ich dachte echt, wir hätten mehr Batterien. Packe ich hier unten mal rein. Okay, das... Ach, den könnte ich auch noch rüberpacken. Hier ist nochmal Wasser. Zwei Sauerstoffflaschen habe ich tatsächlich. Und eine am Mann. Das ist mau. Notfall lassen wir drinne. Hier sind neue Nahrung. Die Nahrung packe ich da erstmal zwischen. Das bleibt da. Das füllen wir alles auf. So. Genau, da gehen wir jetzt los. Das haue ich hinten in den Container. Den nehmen wir ja so mit. Hoffe ich zumindest, dass der sich hier nicht leer juckelt. Ach, Freunde. So, Wasser. Holen wir uns hier von der Quelle direkt, ne? Dann haben wir sogar noch Zeit und können auch los. Ich will nur einmal rüber gucken, ob wie weit die Kartoffeln sind. Okay, ich halt dauernd gedrückt, aber das brauche ich gar nicht. Weil hier, das ist ja das Schöne an der Sache, macht er ja... Da jetzt doch nicht. So, Sauerstoff haben wir hier ja nicht. Gespeichert 1000 Liter Wasser. 1000 können wir auch nur. Also ich würde jetzt auch nicht... Wenn, dann könnten wir eine Pumpe irgendwann mal bauen und die beiden miteinander zusammenklöppeln. Aber wie gesagt, ich weiß auch gar nicht, ob wir hier bleiben. Muss ich ja mal so gestehen, weil mir gefällt das hier mit dieser Kraterlandschaft nicht. Man kann nirgendwo so richtig fahren. Das finde ich dann schon ein bisschen nervig. So, den lassen wir drinnen als Roger. Aber hatten wir nicht, kurz gefragt, zwei von den Dingern? Ich hätte doch zwei Kisten gebaut, oder?
Der ATV ist leer. Na gut, egal, ist zur Not. Jetzt haben wir ja genug Platz. Naja, sagt er jetzt. Sagt er jetzt. Okay, also Akkus sind voll. Soweit ist hier auch alles, Roger. Ich bin mal gespannt, ist das hier gefixt worden? Tatsächlich. Es ist gefixt worden. Sehr gut, sehr schön, sehr schön. Also das ist schon mal gefixt worden. Das finde ich klasse. Sonst war ja immer der Anhänger beim Rückwärtsfahren sehr steif. Hat mich ziemlich genervt. Jetzt funktioniert's. Also jetzt ist er auch realistisch und fährt. Früher gab es das als Mod. Was ja nun auch schon nicht schlecht ist. Aber jetzt sind die... Na, reicht mir das schon? Ja, bestimmt. Ich muss bloß mal an die richtige Stelle fahren. Ich bin jetzt auch mal gespannt, wie der Verbrauch von dem Fahrzeug ist. Naja, im Grunde genommen ist der Verbrauch. Sonst, wie gesagt, hatten wir ja kein Problem. Sonst haben wir immer Solarzellen aufgestellt. Sollte man tatsächlich jetzt vielleicht auch mal machen. So. Richtige Stelle. Aufladen. Wir gehen mal eben rein. So, ich hoffe ja nur, dass das irgendwann mal geändert wird. M. So, meine Lieben. Wir sind ja von hier hinten gekommen. Wollen wir da noch mal los oder wollen wir Richtung Osten? Ich würde sagen, wir fahren mal so Richtung Osten. Ich setze uns mal einen Tracker. Einen roten. So wie wir es immer machen. Und ich würde sagen, dann haben wir alles. Ach so, halt, stopp. Ich wollte noch einmal ganz schnell bei den Kartoffeln gucken. Ich weiß ja nur nicht genau, wie schnell die fertig sind. Aber sollten die fertig sein, nehmen wir sie mit. Wenn nicht, dann ziehen wir gleich los. Richtung rote Markierung. Wir können natürlich auch das anders machen. Hallo, die sind fast fertig, ne? Das warten wir doch ab, oder? Das dauert nicht lange. Dann lasst uns doch einmal auf die Schnelle Baba in die Aufgaben gehen. Guckt mal, zum Beispiel Meteorit, Ressourcenabwurf. Ich denke, der wird ja schon weg sein, oder? Aber wisst ihr was? Wir gucken mal. Ich mache den mal und dem folgen wir einfach mal. Was ist denn zwar? Na, kommt das hin? So, guck mal. Dann haben wir hier nämlich noch einmal, sind die nicht ganz für die Katz. Und auch hier, nee, da machen wir Saat draus. Würde ich sagen. Dann verfault das. Verfault das nicht, dann ist das alles gut. Aber hier können wir zumachen. Da. 0, 0, 0, 0. Und dann machen wir sich, glaube ich, einmal schnell anmachen, die Gurke. Gurke, schnell einmal Saat herstellen. Wäre ja Sünde, wenn der Kartoffelzeus verkommt, oder? Das sind ja jetzt auch schon bessere Geschichten. So, hier ist ein schön Strom aus, das ist auch gut. Dann würde ich sagen, jetzt geht's aber los, Leute. Jetzt hauen wir ab.
Da ist zwar dein neuer PIN. Den terminieren wir mal. Sowieso so viele neue Pins. Ein bisschen aufräumen. So, weil wir wollen ja den Meteoriten. Nein, Ressourcenabwurf. Ah, ich schätze, Ressourcenabwurf wird schon weg sein. Aber wir fahren mal los. Wir werden es sehen. So, ich packe hier mit rein. Aufgeräumt, alles am Mann. Auf geht's, Leute. So sieht das Ganze hier von innen aus. Wir haben hier überall Radar. Wir haben nicht. Ja, Radar haben wir natürlich. Wir haben schon Radar. Ernsthaft? Mache ich aber erstmal aus. Warp läuft. Wir sind unterwegs. Mit einer Wahnsinnsgeschwindigkeit von 33. Batterien sind an. Wir halten, also wir fahren natürlich zum Ressourcenabwurf, aber wir halten natürlich dann auch an, um überall mal reinzugucken, wobei wir das hier unten schon alles abgefrühstückt haben. Da könnten wir halt nur einmal alles wegmachen. So, ich bin bloß außen rumgefahren. Das ist mir hier echt sowas von regelig. Ich hätte schon eine etwas hübschere Stelle, dass man auch ein bisschen weiter rausfahren kann, ohne hier durch diese ganze Dünengeschichte zu fahren. Leute, Leute, Leute. Ich weiß gar nicht, haben wir schon den Schweißbrenner? Müsste ich mal nachgucken. Da oben wäre noch ein wunderschöner Funkturm, Funkmast. Meine Güte. Entschuldigung. Wie Frosch im Hals. Ignorieren wir den hier, ne? Ich würde dann natürlich auch gerne nochmal in so Berge reingehen. Halt jetzt anfangen, Uran zu sammeln. Das könnten wir ja ruhig schon mal machen. Ob da unten was ist, dann fahren wir hier mal lang. Wie gesagt, jetzt ist egal, jetzt können wir pennen. Wir sind einigermaßen sicher vor Sandstürmen. Wir sollten dann, wenn aber Asteroiden kommen, sollten wir schon sehen, dass wir uns dann irgendwo einen Unterschlupf suchen. Oh. Die würde ich sagen, zerlegen wir gleich. Das sind auch Solarzellen. Das ist gut, wir haben nämlich nichts. Wir müssen ja was für eine Notfallbasis haben. Ja, dann bleiben wir hier und machen erstmal ein paar Dinge, ne? So, halt mal an. Wie gesagt, das ist zwar unser Zielpunkt. Da oben ist noch was. Dann würde ich mal sagen, geht's mal los, wa? Den hol mal raus, den Hobel. Achso, wenn ihr mittlere Maustaste drückt, habt ihr auch so ein wunderschönes Menü. Schnellstart, Leistenmenü. So, mach mal den. Da sind Schrauben am Start. Ich glaube, hier waren wir ja mit Sicherheit schon mal. Ach. Wo bin ich denn? Da bin ich. Ja, machen wir es platt. Kommt zusammen. Ich meine, wir haben jetzt ja den Schleifer 3. Da können wir ja tatsächlich schon Dinge tun. Und wie gesagt, ich brauche Material für unsere... Zumindest für ein... Ja, eigentlich eine Landekapsel wäre dann ja schon sinnig.
Nehmen wir mit, ne? Schrauben. Alles, was wir kriegen können. Eine Landekapsel wäre dann schon sinnig, weil wir da Sauerstoff herkriegen. Also ich sag mal, für eine schnelle, falls uns Sauerstoff ausgeht, würde ich schon tatsächlich die Landekapsel vorziehen. Oh, jetzt bin ich ja mal gespannt, Leute. Haltet mal bitte ein Auge, werfen wir mal einen Blick auf den Sauerstoffverbrauch. Weil in den anderen Räumen ist es ja so, wenn wir die betreten, haben wir automatisch, dass er ja den Sauerstoff aus der Umgebung zieht. Obwohl wir den Helm aufhaben, das macht er automatisch. Ob das auch im Rover passiert. Weil, ja, wisst ihr, wenn ihr so die anderen Folgen von mir kennt, auch vielleicht eine andere Staffel oder selber das spielt, man nimmt ja in der Regel den Helm nicht ab. Also ich mach's eigentlich nicht. Also ich vergesse es, wenn ich die Batterien tauschen würde. Ja, dann würde ich das vielleicht wohl nochmal machen. Klar, weil das wird sonst schwierig. Wenn man es überhaupt muss, so richtig ausprobiert, habe ich es tatsächlich auch nicht, muss ich ehrlich gestehen. Ist das jetzt nur mal so eine Vermutung von mir. Aber ich nehme den Helm nicht ab. Und darum habe ich eigentlich einen Sauerstoffverbrauch im Rover eigentlich nicht. Jetzt müssen wir mal darauf achten, ob wir jetzt einen Sauerstoffverbrauch haben, weil der Helm ist auf. Und wenn ich natürlich aber den Sauerstoff aus dem Rover ziehe, um meine Flaschen automatisch aufzufüllen, müsste das ja weniger werden. Und dann macht es ja auch Sinn, Rover-Flaschen zu bauen. Zu bauen und natürlich aufzufüllen. Ist ein Meteorit gefallen? Aha. Das heißt ja Uran. Wie gesagt, Uran müssen wir jetzt sammeln. Ja, jetzt geht natürlich so ein bisschen wieder stupide hier durch die Gegend fahren. Sachen sammeln, sehen, dass wir alles zusammenbekommen. Und wenn wir alles haben, suchen wir uns ein anständiges Plätzchen, wo wir uns richtig schön aufbauen können. Vielleicht bleiben wir auch da. Aber ich glaube nicht. Man kommt da so schlecht weg. Also wenn wir eine schöne, offene Geschichte finden, wäre das schon super. Und wie gesagt, Tablets sind natürlich wichtig. Da würde ich schon sehen, dass wir welche haben. Die können wir dann auch, wenn wir dann alles erforscht haben, soweit können wir uns daran anmachen, eine richtig coole Base zu bauen. Und uns da dann so ein bisschen dran zu orientieren und Dinge zu tun. Weil das möchte ich schon. Ich möchte schon eine große Kuppel haben. Ich möchte sehen, wie das jetzt mit den Apfelbäumen oder mit den Bäumen allgemein funktioniert. Ich meine, es ist ja doch schon viel, eine ganze Ecke, was passiert. Und Bäume sollen ja diesmal auch stehen bleiben. Das finde ich auch ganz cool. Da möchte ich halt nur mal sehen, wie das da dann funktioniert. Wie das dann funktioniert mit den, wie sich das alles da so verhält und bleibt. Also wenn ich weiß, Bäume bleiben jetzt stehen, finde ich gut. Aber ob die Äpfel dann auch so nachwachsen, aber wäre ja schon sinnig. Ne? Ich meine, wenn sie das so machen, Bäume kriegt man dann nur weg. Dann kann man sich nämlich einen schönen Wald bauen. Das finde ich schon richtig gut, wo man dann auch dauerhaft Bäume drin hat, die dann ja auch Sauerstoff bringen. Weil so ein CO2-Wäscher braucht man eigentlich fast nur, um CO2-Kartuschen aufzufüllen. Wenn ein tatsächlich... Ah, seht ihr, jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Ja gut, hier ist ja nicht so schlimm. Hier baut man dann die Solarzelle ab und wieder auf und dann ist gut. So, einmal schön alles weg. Wir brauchen jede Schraube, die wir kriegen können. Wir sind unterwegs. Gerade hier Solarzellen. Das werden wir irgendwo stehen, dass wir dann gleich aufbauen können. Vielleicht oder sogar über Nacht einfach Windräder. Dass wir wieder das so hinbauen, dass wir Windräder und sowas hinstellen können. Ja, die bringen nicht so viel wie eine Solarzelle, ich weiß, aber die können dann wenigstens auch über Nacht. Und jedes Megawatt zählt. So Leute, die Folge ist rum. Ich würde sagen, ich hau das Ding hier alles mal weg.
Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn das weitergeht zum Ressourcenabwurf. Wir können da oben nachher nochmal hingucken, wenn da nicht sogar eine Rettungskapsel von uns steht. Ich glaube, da waren wir auch schon. Wir werden sehen. Also Leute, es geht los. Unser Rover ist am Start. Wir sehen uns dann übermorgen. Macht's gut, euer Maruk. Ciao.